So, Hallöchen zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Die Eichen habe ich ja auch schon Weilchen rumstehen. Drum wird es Zeit, dass ich die endlich mal auspacken, damit die endlich mal zu ihren anderen Plüschi-Kollegen mit dazu kommen. Ich habe schon 5 Eier davon ausgepackt. Videos oder das Video findet ihr auf meinem Kanal. Falls ihr das verpasst habt, ich mache den Link unter dieses Video in die Beschreibung. Ja, hier noch 2 weitere Eier. Und zwar habe ich hier so ein schimmernd blaues, metallic blau, kann man das sagen. Und hier auch noch ein bisschen so ein schimmernd weißes Eichen und hier gucken uns schon 2 Augen an, ja, kann man sehen. Das werden wahrscheinlich auch schon viele von euch haben, denn die gibt schon Weilchen auf dem Markt. So, ihr wisst ja, man sieht hier nie, welcher Drache drin ist, man kann sich's aber halt denken, es ist ja so halb transparent. Ich denke mal, hier haben wir es mit 2 Nachtlichtern zu tun und die möchte ich heute mit euch anschauen. Ihr wisst, die Dragons-Figuren aus Plüsch haben so ein bisschen Vintage-Look. Das heißt, wenn man so über die Härchen, über den Plüsch drüber fährt, dann ist das keine reine Farbe, sondern da schimmert immer noch irgendwie so ein Weiß oder ein Grau durch. Das ist ein ganz bestimmter Look, den muss man halt mögen. Ne? Sie sehen teilweise ein bisschen verratzt aus, als ob sie schon wirklich alt und gebraucht wären. Aber das ist einfach dieser Vintage-Look. So, mit welchem soll ich anfangen? Weiß oder blau? Komm, ich fange mit dem Weißen hier an. Ist ja auch gerade egal. Also, hier haben wir es nochmal draufstehen. How to Train Your Dragon. The Hidden World. Inhalt: ein Knuffeldrache bzw. ein Drachenplüsch. Bei den Nummern könnt ihr euch auch die unterschiedlichen Drachen hier auslesen. Ja, die haben hier bei dieser Zahl eine andere Endung. Hier haben wir zum Beispiel 65 und hier haben wir 66. Aber ich meine, man sieht es ja überdeutlich. Ne? Gut, dann das Ganze natürlich wieder von Spin Master. Wo habe ich hier die Einreißstelle, hier ist sie, ne? Ja, mal gucken, wie gut sie es aufreißen lässt. Ja, gar nicht gut. Okay, aber auch nicht wichtig. Na, dann bin ich mal gespannt, welches Nachtlicht uns hier erwartet. Oder ist womöglich Light Fury der Tagschatten? Oder die Tagschattendame? Wir schauen es uns an und... Oh, oh, Zucker, Zucker, zuckersüß. Oh, mein Gott, ist das sweet. Okay, wir haben hier auf jeden Fall Nachtlichtchen. Klasse. Hier mal die Lederhörnchen ein bisschen aufstellen. So, also ihr seht schon, die sind so unfassbar mega putzig, oder? Da geht ja doch echt das Herz auf. Der Wahnsinn. Riesengroße Augen, zudem teilweise ein bisschen schlecht vernäht. Oder kriege ich das weg? Nee, da steht tatsächlich ein so ein Faden nach oben raus. Könnt ihr sehen? Sollte nicht passieren. Da wir hier eine komplett weiße Figur haben, haben wir hier nicht diesen Vintage-Look, außer am Schwänzchen. Das ist das, was ich meine. Hier guckt halt dieses Weiß irgendwie drunter durch. Ne? Das ist nicht schwarz-dicht, sondern halt so, ja, wirkt so ein bisschen gebraucht, ne? Ist aber gewollt. Übergroßer Zettel wieder dran. Der Zettel, ohne Scheiß, der ist größer wie die ganze Figur. Ich meine, man hätte es vielleicht noch größer machen können, ja. Viele, weiß ich, schneiden das komplett ab, aber dann bleibt halt hier trotzdem noch ein Rest, der raussteht und das ganz raustrennen, das wird schwierig, weil das ist ja echt übelst reingenäht, ne? Von dem her. Aber egal, das soll uns jetzt mal nicht stören. Kommen wir mal zu unserer kleinen goldigen Drachenfigur. Hier ist auch noch ein bisschen Zeug dran. Gleich wegmachen. Also ganz goldige, große Augen. Natürlich den Augen vom Daddy nachempfunden mit den eher nicht ganz runden Pupillen. Dann hier die Schnäuzelchen, die Näschen in so einem schimmernden Rosa reingenäht. Genauso wie auch diese grünen Augen. Das wirkt alles ein bisschen metallisch. Ja, die Schwarz natürlich nicht. Und die Lichtpunkte haben sie nicht weiß gemacht, sondern silber. Ich denke mal, das kommt einigermaßen rüber. So, dann die Pfötchen haben hier auch noch so einen rosa Stich bekommen. Auch mega süß, total goldig. Die Krallen sind hier braun. Die sind aus, ja, Filz, genauso wie diese Lederöhrchen oder Filzöhrchen in diesem Fall. Man sieht hier auch, dass es so ein bisschen zickzack vernäht wurde. Auf jeden Fall stimmt die Zahl der Hörnchen. Das ist schon mal richtig gut. Finde ich auch goldig, dass diese winzig klein hier am Rand sind. Die Flügelchen ebenfalls total winzig, auch aus dem Filzmaterial. Süß, genauso wie die Krallen hier. Hier sieht man auch die Nahtstelle, aber das ist schon absolut okay. Von der Form her ist es einfach mega süß. Dann hier auch noch das kleine Schwänzchen mit den Steuer
Flossen hier hinten, die sind auch aus Filz und das Schwänzchen haben sie halt einfach in Dunkel, ja, haben sie es gebrushed oder wie auch immer sie das gemacht haben. Ja, hat auf jeden Fall eine andere Farbe und die Pfötchen unten bzw. die Füßchen auch noch rosa. Ist das nicht ultra goldig? Also ich finde es mega. Ja, die Figur, kann sie stehen? Nicht wirklich, oder? Die kippt nach vorne. Ja, aber nicht schlimm. Wir haben hier eine Größe. Guckt euch das an. Ist das nicht Hammer? Wir haben hier eine Größe, wenn ich das hier aufstelle, von ja, nicht ganz 10 cm, nicht ganz, knapp drunter. Ja, und es ist Zucker und ihr könnt es ja wieder in die Eischale hier reinsetzen. Dann bleibt es auch sitzen. So, ne? Dann hängt aber der Zettel raus. Warte mal, ich mache den ein bisschen drunter. So, dann bleibt es auch sitzen, unser Drachenbaby. Das sind mega hammersüß. Oh mein Gott, ja. Nur sie werden halt ein bisschen arg teuer verkauft. Wenn ihr es offiziell kauft, kosten die Dinger 7,99 € momentan. Das ist viel zu teuer für dieses kleine Plüschi hier. So goldig das auch ist, ne? Und ja, auch die Eierschale haben sie wirklich goldig gemacht. Ihr seht hier wieder diese, ja, mehr oder weniger runden Flecken, die hier rausstehen. Ja, also die sind richtig erhaben. Dann hier natürlich dieses Zackenmuster, wo ihr dann das untere Eichen dann auch wieder draufstecken könnt. Löcher sind deshalb drin, damit die Luft rausgeht, sonst könntet ihr das Ei nicht richtig schließen. Ja, aber alles in allem sieht auch das Ei ganz alleine betrachtet echt goldig aus. Ja, das Ei hat eine Größe von 10,5, sowas um den Dreh. Und auch das sieht wirklich klasse aus. Hat so ein bisschen, ja, so ein Glimmer. Faktor. Ist weiß, schimmert ein bisschen, metallisch wäre jetzt echt übertrieben, aber es hat echt eine schöne Farbe und es passt halt mega süß zu unserem kleinen Nachtlichtchen, was sich hier super wohl drin fühlt. Also absolut goldig, kann man überhaupt gar nichts sagen, aber der Preis ist definitiv zu hoch. Vielleicht wartet ihr noch ein bisschen, bis die Figuren wirklich ausverkauft werden. Ja, und ihr es auf dem Krabbeltisch mehr oder weniger findet, dann werden sie auf jeden Fall günstiger. Dass sie ausverkauft werden, kann ich mir nicht vorstellen, denn die werden halt wirklich echt zu Massen produziert. Ja, von dem her. Also, mega süß, das Weiß gefällt mir sehr gut. Auch das Schwänzchen, ne, dass es hier noch extra dunkel wird und so ein bisschen schräg abgeht, ist goldig. Die rosa Tupfen an der Unterseite der Füßchen, mega süß. Auch das Gesicht ist absolut gelungen. Hier und da gefällt mir halt nicht, dass ein Faden raussteht. Ihr könnt es auch wirklich nicht abziehen, er müsste es halt mit einer Schere abschneiden. Auch hier, dieses Hörnchen wurde ein bisschen krumm vernäht, seht ihr das? Die beiden sind in der Mitte, das hier steht richtig, das wurde ein bisschen zu weit reingenäht, aber das ist natürlich von Figur zu Figur anders, da Handarbeit. Hier stehen die Lederhörnchen ein bisschen weiter raus als hier, hier sind die relativ tief drin. Ansonsten das Mäulchen haben sie hier sauber vernäht, die ganzen Stellen absolut okay, gibt es überhaupt nichts zu meckern. Aber dafür ist es meiner Meinung nach, ich sag's nochmal, einfach zu teuer. Zuckersüß, aber eine teure Süßigkeit. In einem netten Ei, das ist dabei. Jubel, freu. Und ihr könnt halt auch wirklich schön mitspielen, ne? Mit den Ärmchen wackeln, ja, mit den Flügelchen schlagen, Hallo sagen, ne? Mit den Beinchen ein bisschen wackeln. Das Schwänzchen natürlich hier, wupp. Der Zettel ist sowas von ultra übel. Heieieiei. Aber ansonsten einfach nur goldig. Mein Gott, ja, was will ich da sagen, ne? Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, war's das dazu. Ei wieder drauf. Zack. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Das Ei gucken wir uns im nächsten Video an. Bis dahin. Ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Yay. We'll be right back.